Das war der Move. Das war diese das war diese kleine Änderung. Spieleranweisung Matthias, wenn wir den Ball haben, geh raus. Dann zieht er den Innenverteidiger raus. Das sind die schönsten Tore im FM. Und damit, liebe Freunde der Sonne, einen wunderschönen guten Abend aus Manchester. Aus dem Theater der Träume oder der Albträume oder... Wir werden sehen. Wir werden sehen. Heute wird es auf jeden Fall ein bisschen die Wochen der Wahrheit geben. Denn wir brauchen eigentlich einen Aufbaugegner, aber es wartet Barcelona in der Champions League. Das letzte Ligaspiel in der Champions League-Liga-Phase. Danach wissen wir, ob wir direkt im Achtelfinale sind oder über die Zwischenrunde müssen. Danach wissen wir auch, gegen wen es dann gehen wird, hoffentlich. Und in der Liga warten Arsenal, Tabellenführer Newcastle und noch das ein oder andere Top-Team. Tottenham, die sind auf Platz 3. Also statt Aufbaugegner gibt es hier dicke Bretter zu bohren für Ostoich und Manchester United. Und ich bin sehr gespannt, wie uns das gelingen wird. Immerhin, die positive Nachricht ist, wenn wir das Champions-League-Spiel hinter uns haben, können wir den Kader neu registrieren beziehungsweise ein paar Nachregistrierungen vornehmen. Ich glaube, 3 oder 4 Änderungen kann man machen. Und dann bringen wir dann auch endlich Chris Teutsch in der Champions-League-Squad unter und können dann mit ihm international auch weitermachen. Das ist unser Programm. Wir starten direkt am Ende gegen Barcelona. Barcelona bislang in der Champions-League-Saison nicht so bedrohlich gewesen. Also aus 7 Spielen nur 8 Punkte geholt. Dementsprechend müssen sie jetzt zu Hause was reißen gegen Man United, gegen uns. Sonst verpassen sie sogar den Einzug in die Zwischenrunde. Wenn ich das richtig sehe, der Einzug in die Zwischenrunde muss man werden 8, 16, 24. Man muss 24. werden. Also Barcelona muss was holen. Wir haben in der Champions-League das alte Problem. Wir haben ganz viele Leute, die der Vorgänger nicht registriert hat. Fjellhoff nicht, Emerson Royal nicht, Eriksen nicht, Chris Teutsch können wir als Neuzugang noch nicht registrieren. Anton Stach fehlt verletzt, Bruno Fernandes fehlt verletzt, Pellegrini ist noch nicht einsatzbereit und Van Hecke ist auch Langzeit verletzt. Das heißt, wir gehen hier mit einer Rumpftruppe in diese Partie und haben aus eurer goldenen Generation noch Kevin Katsok und Lucius Infam mit auf die Bank genommen, damit wir wenigstens 8 Spieler auf der Ersatzbank haben und nicht nur 6. Mal gucken. Wir gehen rein mit Todibo Scalvini Mepham in der letzten Reihe. Hedel natürlich im Tor nach seiner Genesung. Pedersen und Rentsch verteidigen außen. In der Zentrale haben wir Bentancur Dagoberto. Über den Schattenstürmer, der Schattenstürmer wird gegeben von Marcus Rashford. Spielmacher macht Zaniolo und vorne drin haben wir Colasso Corta, in der Hoffnung, dass aus Colasso heute ein bisschen Golasso wird. Wir gehen rein. Ich hoffe, die behalten ihre grottige Form einfach bei Barcelona. Ich sehe grüne Symbole, das ist auch schon mal gut. Also, Freunde der Sonne. Erstes Spiel heute Abend. Ja, das könnte sein, Felddienst, dass wir der Aufbaugegner für Barcelona sind. So, Pedri, der alte Sauhund, spielt neben Gavi und De Jong. Das wird interessant. Der wird natürlich im Mittelfeld ein bisschen Platz haben. Ich wette 10 PA, dass wir mindestens 3-mal warum trifft er nicht sehen werden. Das würde aber bedeuten, dass wir 3 große Chancen hätten. Das würde ich sofort unterzeichnen. Baldi. Ja, komm. Nicht flanken lassen. Nicht in 16er lassen. Und das ist der Lattentreffer nach 10 Minuten für Barcelona. Podibo. Bentancur. Ja, Pedersen jetzt mit ein bisschen Platz. Bringt die Flanke. Golasso drüber. Ah, Hedel, der war wichtig. Ja, komm. Bleib dran. Was macht ihr da? Ramos. Da reden wir von ihm. Und da trifft er. Und was unsere Jungs da an der Eckfahne gemacht haben, weiß ich auch nicht. Pedersen und Todibo zusammen gegen Baldé haben den Ball hier und am Ende hat Baldé ihn und spielt ihn den Ramos und der aus spitzestem Winkel gegen Scalvini und Hedel. Eieieiei. Oh, Zaniolo! Da ist das Erste. Warum trifft er nicht? Also, freier kannst du doch nicht zum Torschuss kommen, mein Freund. Zaniolo. Und wir wären jetzt, Stand jetzt, wären wir echt raus.
Stand jetzt wären wir echt raus aus dem Achtelfinale und wären in der Zwischenrunde. Genau wie Athletic Club Bilbao übrigens. Die aktuell 0-0 spielen gegen die Bayern. Eieieiei. Ein Heimspiel mehr Einnahmen. Ja. Komm, geht er in den Zweikampf. Komm, lass es abseits gewesen sein. Vor der Pause das 0-2. Nee, da wird direkter Vergleich gewertet. Wenn du punktgleich bist, dann wird ein direkter Vergleich aufgemacht, der total albern ist, weil manche haben dann halt zwei Spiele gegeneinander gemacht und andere haben gar kein Spiel gemacht und sind dann einfach in der Mitte. Also, das ist ganz schlecht. Im Zweifel mal den Cash lernen und den Skin neu laden. Rentsch, spiel ihn quer! Was machst du denn, Junge? Querpass. Pazlic. Der Norderstädter, moin. Rentsch, Rashford, jawohl! Das war wichtig. Und Rentsch mit der Vorlage, man glaubt es kaum. Solinger Bilitabstadt, minus 100 nur noch bei 99, aber der Typ bringt mich echt um den Verstand. Ich überlege ihn zu kaufen, um ihn in ein anderes Land zu verleihen. Ach, komm doch, ey. Das ist doch einfach alles nicht mehr schön. Bentancur. Galvini. Kleiner Blick auf die Tabelle. Aktuell wären wir Achter. Aktuell wären wir Achter, weil wir den direkten Vergleich mit Bayern hinkriegen. Wie auch immer das geht. Man weiß es nicht. Aber das ist halt so irre, ne? Barcelona macht auch 1,07 XG, machen die drei Buden, wir machen da eins draus. Gofre! Ketzok. Seine ersten Ballkontakte und die im Camp Nou. Und was für ein Ball auf Matthias. Und Ketzok mit der Vorlage. Ist das krass. Kostex, Junge. Mit dem langen Ball auf Matthias. Und der tut so, als könnte er Tore schießen. 4 Minuten Nachspielzeit. Rentsch auf Goffre. Jetzt fangen die Läufe in die Tiefe wieder an und jetzt kommt der Boomerang zurück. Ramos gegen 3, gegen 4 und am Tor vorbei. Und das war's. Okay, wir hoffen, dass es am Ende reicht. Wir warten auf die Tabelle. Wir gucken, was die Tabelle sagt. Und die Tabelle sagt, wir sind durch. Ein gutes Pferd und so, ne? Aber auswärts in Barcelona 2-3 verloren, aber immerhin noch durch. Ja, aber man sieht hier diese, warte mal, Platzierung. Hier. Wenn man auch, Quick-Tipp, wenn ihr nicht wisst, warum ihr da steht, wo er steht, es gibt einen direkten Vergleich und wir sind jetzt vor den Bayern, weil wir nicht gegeneinander gespielt haben und weil wir dann tatsächlich die bessere Tordifferenz haben. Aber wenn wir jetzt mal schauen, hier, wer alles 14 Punkte hat, wenn wir darauf gehen, da sieht man, dass Arsenal und Sevilla gegeneinander gespielt haben. Arsenal hat gegen Sevilla gewonnen. Also ist Arsenal auf 1, Sevilla auf 4. Und alle anderen, die gar nicht gespielt haben, keinen direkten Vergleich haben. Die haben einfach 0 Spiele, 0 Punkte und sind dann dementsprechend auf den mittleren Plätzen, was die Sache so ein bisschen unfair macht, finde ich. Aber egal. Wir freuen uns, dass wir weiter sind, dass wir im Achtelfinale sind, dass wir nicht über die Zwischenrunde müssen. Es ist okay. Wir sind immerhin für das Achtelfinale qualifiziert. Und das heißt auch letzten Endes nur, dass wir noch ein bisschen internationalen Fußball haben, weil in der Liga sieht es ja nicht nach internationalem Fußball aus derzeit. Seit nächster Saison oder ab nächster Saison im echten Leben ist das so. Champions League mit Tabelle statt Gruppenphase. Man bekommt, es gibt 4 Töpfe. Man bekommt aus jedem Topf 2 Gegner zugelost. Gegen die spielt man und alle Punkte werden in einer gemeinsamen großen Tabelle aufaddiert. Die ersten 8 kommen ins Achtelfinale. Die zweiten 8 und die dritten 8 kommen in die Zwischenrunde. Die Spiele dann, werden dann gegeneinander gelost. Und die Gewinner davon ziehen dann ins Achtelfinale ein und treffen dann auf die hier. So, wir haben jetzt 3 Tage Pause. Dann geht es gegen den Tabellenführer der Premier League, Newcastle United. Das habe ich euch verschwiegen. Und zwar, das haben wir noch zusammen gemacht, das Spiel gegen Sporting. Offstream habe ich gegen Southampton gespielt, wo du sagst, Kirk ist ein Killer. Freund der Sonne.
Es war das Debüttor von Gojko Christoic und das Debüttor von Kirk Jara in seinem, weiß ich nicht, gefühlt 100. Spiel. Aber das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Hier Fasilić über linke Seite, Goffre mit dem schönen Ball und Christoic eiskalt vor der Bude mit seinem ersten Treffer im roten Trikot. Dann das 2-0. Aus dem Mittelfeld schöner Ball von Dagoberto. Rashford, schöne Ballmitnahme und dann eiskalt ins lange Eck vollstreckt. Und zum Abschluss dann, wie gesagt, Kirk darf dann auch nochmal ran. Das war tatsächlich sein erster Treffer. Rashford wieder im 16er, spielt quer, Christoic. Und dann ist Jara da und staubt einfach ab per Kopf. So, das wollte ich euch noch zeigen. 26 Spiele hat er gemacht und hat jetzt sein erstes Tor erzielt. Also man sieht es an den Durchschnittsnoten, was für ein Killer er ist. So, das heißt, wir sind dann am Ende bei Craig Hunter und Wilson Garcia. Wenn wir was für die Zukunft machen wollen. Und bei Wilson Garcia auf die Leihliste gesetzt, dass er anderswo regelmäßig spielt. Guck mal, den könnten wir eventuell leihen. Das klingt doch ziemlich cool. Wir haben eine Kaufoption, weil dann könnten wir uns nämlich die direkte Nummer sparen und könnten versuchen, den anderen direkt zu verpflichten. Sind aber auch hartnäckig, ne? Die verhandeln da sehr ungern manchmal, habe ich den Eindruck. Aber dann akzeptieren wir das einfach, dann ist das so. Das war Garcia. Und Craig Hunter versuchen wir irgendwie so zu bekommen. Weil der ist professionell. Der ist 1,91 groß. Der hat eine super Balance. Der gefällt mir schon richtig gut. Wir gucken mal, ob wir das hinbekommen mit dem aktuellen Budget. Wir fragen mal. Riesig, sehr starkes Interesse. Das ist doch super. Dann gehen wir da direkt rein und machen ein Angebot. Bin kein Fan von unkonstanten Spielern. Zu Recht. Aber ich finde es mega schwierig. Ja, Colasso Corta ist 2 Jahre älter, der ist Uruguayaner. Ja, Colasso Corta ist Modellbürger, ist konstant, ist halt kein Schotte. Oh, ey, mega schwierig. Das Problem ist, wir spielen nächste Saison wahrscheinlich nicht international. Das heißt, wir werden den Kader dann massiv ausdünnen können, damit die überhaupt alle genug Spiele bekommen. Egal, wir machen das, weil wenn er sich hier nicht durchsetzt, dann kriegst du den immer noch für dasselbe Geld wieder verkauft in der Premier League. Bauen hätte Interesse. Aber wir nicht mehr, oder? Wir gucken mal, was er fordert. Schlüsselspieler. Ja, genau. Schlüsselspieler. Machen wir mal hier Rotationsspieler. Und sagen, nicht verhandelbar. Oh, finde er gut. Gucken wir mal. 6,8 Millionen, ein Jahr. Das würde uns natürlich entgegenkommen. Also der will jetzt hier noch nicht mal einen langen Vertrag. Das heißt, das wäre ein Invest ein überschaubares. Kompletter Panikkauf. Oh Mann, ey. Würde er machen. Oh Gott, Newcastle macht jetzt ein Gegenangebot. Ey, wir waren uns doch einig. Ach du meine Güte. So, wenn wir die Premier League gewinnen, dann verdienen die nochmal 5. Letzte Angebot. Oh, das wären 72 Millionen. Ja, aber ist okay. Das ist okay in Summe. Ich find's okay. So, und er ist unglaublich interessiert. Das kommt ja noch dazu. Und als junger Spieler will er ja auch nicht so viel Geld haben. Der will jetzt erstmal Rotationsspieler sein. Der will nicht so derbe viel Geld verdienen. Das ist alles schon in Ordnung. Okay. Finde ich okay. Und der hat Bock auf United. Das kommt halt dazu. Der will halt hierher kommen. So, Andrej Letnov-Reme, meine Damen und Herren, könnte Crvena Zvezda verlassen und in Richtung Deutschland wechseln zum VfL Wolfsburg. Guck mal, das ist doch mal ein nächster Karriereschritt hier. So, wir spielen zu Hause immerhin. Okay, wir gehen rein ins Spiel gegen Tabellenführer. 19% sagen, wir gewinnen das. 26% sagen, unentschieden. Oh, Santos und Kolicic, meine Damen und Herren. Die alten Champions-League-Sieger. Hier, unsere Jungs. Die haben nicht nur Kolicic geholt, die haben auch Santos geholt. Unseren Old-Boys-Keeper. Fasilić, Pjelov. Stach, Bentancourt mit ein bisschen Platz und den nutzt dafür einen Distanzschuss. Aber nichts, was Osantos gefährden könnte. Woher kenne ich den? Oh, die haben Wirtz. Alter Schwager. Jawohl. Zaniolo. Zählt er?
Gojko Hristojic trifft auch in seinem zweiten Ligaspiel. Oder trifft zum zweiten Mal hintereinander in der Liga. Und der braucht halt die Chance nicht. Der braucht die Chance nicht. Die lässt er sich nicht nehmen. Neuaufbau. Emerson Royal. Zieht sie rein, die Flanke. Hristojic mit dem Kopfball prüft Os Santos. Ist das cool, dass wir eine Spielwelt haben, in der wir auf unsere Spieler aus dem FM 22 treffen? Mit unseren Helden aus dem FM 22? Das gefällt mir gerade richtig gut. Stanisic. Neto auf Tesgel und das ist der Ausgleich. Das war aber auch ein Belagerungszustand, der kein Ende gefunden hat. Das war auch ein Belagerungszustand. Und dann ging es ganz schnell. Seitenverlagerung jetzt auf die rechte Seite. Immer so ein Royal, der marschiert über die Mittellinie. Sieht sich im 1:1 gegen Duell gegenüber. Lässt die Gegner aussteigen. Bringt die Flanke, Hristojic. Und Santos muss sich strecken und lenkt den Ball am Tor vorbei. Jawohl, jawohl, jawohl. Zieh durch. Rashford, zieh durch, Junge. Immerhin die Ecke rausgeholt. Die Spieler entwickeln sich natürlich unterschiedlich und er wird natürlich auch... Oh, und das gibt rot. Das sehe ich, das ist eine rote Karte im FM. Anton stach schon wieder zu. Super. Danke. Super. Machst du eine richtig gute erste Halbzeit, bist absolut im Spiel und bringst dann so eine Aktion. Mann, ey. Ich meine, hart tacklen heißt ja nicht hier unverantwortliche Taten begehen. Oder einfach von hinten in die Beine springen. Genau. Ey, die spielen Doppelpässe über 50 Meter und dann Direktabnahme. Ja, das wäre schon ein geiles Tor gewesen, aber gut gehalten von Hill. Rashford. Also von dem bin ich echt mega enttäuscht. Also es gab eigentlich kein Spiel, wo er dominiert hätte oder so. Dafür, dass er unser Kapitän ist. Emerson Royal mit dem Abschluss. Neto. Kommt mal in das. Hedel, jawohl. Rashford! Hristojic! Schade, aber wir kommen zu Chancen. Oh, Dagoberto! Oh! Gojko Hristojic, ich liebe dich! Jawohl! Und was für ein Ball von Dagoberto! Der Joker sticht! Als Playmaker eingewechselt. Da den Ball und dann hat er das Auge und dann spielt er den Ball aus dem Fußgelenk auf Hristojic und nimmt zwei Kontakte und jagt den Ball dem Os Santos unter der Achselhöhle ins Tor. Jawohl, Mann. Und es ist wieder ein Fall von Stürmer, die nur unter Os Santos richtig performen. Jetzt Hristojic mit der Ablage für Macias. Macias an die Latte. 10 Sekunden und dann wäre diese Sensation perfekt. Aber vorher nochmal langer Ball. Galvini machen. Jawohl! Freunde der Sonne! Gojko Hristojic ist der Mann des Abends mit 2 Buden. Und was für ein Ball von Dagoberto. Richtig, richtig gut. Und das war ein wichtiger Sieg. Wir haben jetzt ein bisschen Polster. 7 Punkte auf den Abstiegsplatz. Und nur noch 11 auf Man City auf 7. So, Hristojic, das war der Stürmer, der uns gefehlt hat. Und Murtok zieht Hristojic Haaland vor. Und das natürlich völlig zu Recht. 4 Spiele, 3 Buden, 2 Vorlagen. Das ist der sofortige Impact. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt eine bestimmte Verbindung zwischen Hristojic und seinen Stürmern. Wenn wir an Popovic denken, was der für Buden gemacht hat, wenn wir an Aymar Peña denken. Hier, jetzt will Crvena Zvezda ihn verleihen. Guck mal, diese Saison 2 Buden, letzte Saison 5 Buden. So, unter Hristojic, als wir ihn geholt haben im Winter, hat er in 16 Spielen 16 Buden gemacht. Ohne Popovic wären wir nicht Meister geworden. Und jetzt soll er verliehen werden, spielt keine große Rolle, ist 23 Jahre alt mittlerweile. Das ist einfach insane. Und dasselbe eben auch mit Aymar Peña. Ist mittlerweile nicht mehr bei Athletic Club Bilbao. Der hat immer geknipst, der hat 14 Buden gemacht, der hat wettbewerbsübergreifend 19 Buden gemacht. Und die Saison davor auch 16. Und jetzt sagen sie einfach, Tschüssikowski, verliehen zu Girondins Bordeaux, wo er 3 Einsätze macht, als Einwechselspieler mit schlechten Noten.
weil er ungeliebt ist. Wir spielen gegen Coventry City auswärts im FA Cup. Da werden wir ganz schnell durchrushen. Welche Liga spielt Coventry City? In der Championship tatsächlich, 21. in der zweiten Liga. Wir werden die Mannschaft komplett durchrotieren. Oh, Eric OG, wo wir gerade bei alten Helden sind, nachdem wir gerade gegen Os Santos und Co. gespielt haben. Und die Old Boys ziehen Liverpool. Frage zu den Leitzahlungen. Da meinst du in einer Folge, dass man prozentual die Summe X, die man oben eingibt, zahlt. Das ist doch aber Quatsch. Oder ich habe es falsch verstanden. Es geht um die Summe bei Einsatzzeiten und die Summe, wenn nicht eingesetzt. Da gibt es ja immer zwei Summen. Sowohl beim Gehaltsbeitrag als auch bei der Leihgebühr. Und es ist tatsächlich so, dass man schaut, wie viel Einsatzminuten wären möglich. Also wie viel Spielzeit gab es komplett. So, und dann wird halt geschaut, wie viele Minuten davon hat er gemacht. Und wenn er dann halt 90% der möglichen Minuten gespielt hat, dann zahlst du halt 90% von der Summe bei Einsatzzeiten und 10% von der Summe, wenn es keine Einsatzzeiten gab. Das ist die Rechnung dahinter. Nico Williams wird für 150 Millionen Transfer zu Manchester United in Verbindung gebracht. Aber da sieht man mal wieder, was an diesen Gerüchten dran ist. So viel Geld haben wir gar nicht. Und Wolfsburg verpflichtet André Letno-Vreme. García geht auf Leihbasis zu Manchester United. Den nehmen wir mit. Und Worrell wechselt zu Brentford. Ja, das war gut. Da kriegen wir nochmal 100.000 ins Budget. So, García kommt. Wir begrüßen in persona Christian Eriksen. Der hat nämlich Zeit, der spielt nämlich nicht. Und, meine Damen und Herren, Hunter kommt auch. Herzlich willkommen, Andrew Leighton bei Manchester United. Als Rotationsspieler, sehr schön. Der kommt dann sofort, das ist durch. Wir haben noch einen neuen Innenverteidiger mit García, den wir dann nach der Leihe für 17 Millionen verpflichten können. Persönlichkeit ist relativ zielstrebig. Haben wir den nicht als Professionellen gekauft? Freunde der Sonne, was haben die Scouts da verbrochen? Fulham verpflichtet Vanja Milinkovic-Savic. Ich glaube, Bowen lehnen wir ab, oder? Also Gedanke hinter Bowen war, dass wir noch einen haben, der von der 10 kommen kann und Torgefahr ausstrahlt. Aber ganz ehrlich, wir haben auch noch Macias. Wir lassen das sein, wir sparen uns das Geld. RB Leipzig will Vierlauf haben. Haben wir abgelehnt. So. Ich bin enttäuscht, dass sie meinen Wechsel zu RB Leipzig verhindert haben. Es wäre eine großartige Chance, ein wichtiger Teil des Kaders zu sein. Wollen sie eine Gehaltserhöhung? Ja, okay, sehr gut. Er lässt sich nicht schmieren, aber ich will ihn noch nicht abgeben, weil das ist ein guter Mann, der hat Talent und ich wüsste nicht, warum wir den an RB Leipzig abgeben sollten. Vor allem habe ich ihn zum Stammspieler gemacht. Der ist seit 3 Jahren oder so bei Man United, hat noch nicht ein Spiel gemacht, aus Deutsch kommt, schmeißt ihn in die Stammelf und er will jetzt 2 Monate später zu RB Leipzig wechseln. Was ist das denn für ein Typ? Rang 5 bei Spielausgaben. Wilson García. Raúl Paco, aber das klingt schon nach Rapaco. Traumhaft, sehr gut. So, Giroud als Spieler des Monats geehrt. Chris Teutsch, Talent des Monats. Es läuft! Ostojic und seine Stürmer. Und Luka Ostojic, Trainer des Monats, Platz 3. Also, der Trend ist Ostojics Friend aktuell. So, höchste Transferausgaben der Vereine, 116 Millionen Manchester United im Wintertransferfenster. So nämlich. So, der Vorstand ist sehr erfreut. Vor allem auf dem Transfermarkt. Was finden die denn so gut? Begeistert über seine Leihe, das scheint ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Und der Vorstand ist begeistert über die Verpflichtung von Gojko Kristojic, hauptsächlich deshalb, weil man den Spieler für ein geringeres Gehalt verpflichten konnte, als es für einen Mann mit seinen Fähigkeiten üblich ist. Krass, die sind voll die... Das ist mal ein Checker-Vorstand. So, und jetzt wird's interessant, was die Champions League betrifft. Jetzt müssen wir nämlich gucken. Wir können, meine ich, 3 Spieler nachmelden. Maximal 3 Änderungen, maximal 3 Neuspieler. Also Kristojic ist ein No-Brainer, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Emerson Royal brauchen wir auch für die Rechtsverteidigerposition. Wie lange ist Hecke noch verletzt? 2 bis 4 Monate. Dann nehmen wir Hecke raus und Vierlauf rein. Das sollte doch passen. 3 neue Spieler haben wir drin. Paco können wir nicht registrieren und Leighton können wir auch nicht registrieren. Aber es ist okay. Wir können nicht mehr als 3 hinzufügen und Emerson Royal ist wichtig. Vierlauf brauchen wir in der Innenverteidigung und Kristojic brauchen wir vorne. Das passt so. So, Leighton ist jetzt erstmal bedrückt. Ich bin sprachlos, dass sie mich nicht für die Champions League gemeldet haben. Können Sie mir bitte erklären, was passiert ist? Ich hätte keine andere Wahl. Jemand muss in den Registrierungsregeln zum Opfer fallen. So ist das. Junge, ey, das war echt klar. Das war echt so klar. Wie kommst du jetzt aus der Nummer wieder raus, ey? Wie verärgere ich meinen Neuzugang in 2 Tagen? Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie bei der nächsten Gelegenheit... Ja, bei der nächsten Kaderregistrierung bist du dabei. Definitiv. Ab dafür. 27 ist eine gute Nummer für ihn erstmal.
Und dann zur neuen Saison, wenn wir dann auch ein bisschen Totholz weg haben und den Kader dann zusammenstellen und ihn dann auch für die Champions League registrieren, dann werden hier ein paar vernünftige Nummern verteilt. Also eine 3 vorne ist okay bei der Rückennummer, aber alles danach gibt's nicht. Matthias mit dem 1-0 in der dritten Minute. Aber das war gut gespielt. Pellegrini mit dem sauberen Ball in die Tiefe und Matthias als OMU. Also die neue Rollenverteilung da vorne gefällt mir besser. Das wird ein gutes Spiel. Das wird ein gutes Spiel, das wird uns noch lange erinnern werden, meine Damen und Herren. Oh je, oh je. Puh. Junge. Goffre. Pellegrini. Matthias. Zack, hätte er noch weitere Werbung in eigener Sache begreifen können. Und Colasso direkt gelb. Und direkt Freischuss in den Winkel. Ah, Fitzsimmons hält ihn. Pellegrini. Matthias. Deshalb ist die Professionalität auch weg gewesen, als wir ihn dann hatten. Oh, schöner Ball. Matthias. Oh. Pellegrini und Matthias machen Werbung in eigener Sache. Aber das war richtig schön gespielt und schön abgeschlossen von Matthias. Der sorgt für ordentlich Torgefahr, davon erzählen. Gefällt mir gut. Pellegrini. Komm, hoch da, jawohl, Fjellhoff stark, Scalvini kommt zu spät und jetzt eine 3 gegen 3 Situation, der Ball kommt direkt in die Tiefe auf Gyökeres und Ausgleich. Wahnsinn! Maßregeln, Bentancur. Komm, jetzt mal ein bisschen konstruktives Passspiel hier aufziehen. Ja, oder einfach hoch und weit nach vorne, Jara! Junge. Bentancur ins Zentrum, Jara. Verzweiflungsschuss. Goffre. Raus auf Pettersen. Ball kommt. Colasso Corta! Puh. So, bitte noch ein Tor. Zur Beruhigung der Nerven. Aber ist okay, wenn wir. Naja, egal. Erstmal das Spiel abwarten. Ich dachte, Scalvini trischt den Ball jetzt ins eigene Netz. Ich habe ihn einfach drin gesehen, als er da hingegangen ist. Fjellhoff. Fazlic. Matthias. Schöner Ball auf Goffre. Fazlic. Komm, und die Flanke kommt. Und die Flanke kommt. Und Golasso Corta macht das zweite. Sein zweites. Das vierte. Scalvini. Jawohl, Golasso. Matthias. Fazlic. Schöne Flanke. Golasso an die Latte. Also grundsätzlich ist es so, ne, rotiert, weitergekommen, zwischendurch ein bisschen gezittert, ist in Ordnung. So, und wie eine Flasche leer dürfen wir nicht spielen gegen Arsenal, weil die kommen als nächstes und die sind richtig gut drauf. Oder so wie Thomas Tuchel bei Atletico Madrid entlassen werden. Vielleicht, das wird auch mal ein Job für Will Denby, dem da mal ein bisschen Fußballkultur beibringen da. So, Chelsea gewinnt gegen Liverpool. Die haben doch erst neulich gegen die Old Boys verloren, sind aber trotzdem immer noch Dritter. Okay, Old Boys sind mittlerweile auf Platz 5 stabilisiert. Also Van Nistelrooy scheint aus denen echt eine gute Truppe geformt zu haben, muss man echt sagen. Also wirklich Hut ab. Mal gucken, ob sie das durchgezogen bekommen. Der hat auf jeden Fall aus Deutsch einen weiten Weg vor sich, wenn er den Old Boys 1 auswischen will. Tottenham unentschieden gegen Man City. City nur auf Rang 8. Wer ist da Trainer? Jason Wilcox. Okay, wo ist Guardiola? Englischer Nationaltrainer, alles klar. United gegen Arsenal. United braucht sich über City auf 8 nicht zu amüsieren. United ist auf 15. Arsenal ist auf 4. Gucken wir mal, ob wir die nächsten 3 Punkte einfahren können. Wäre nicht schlecht. Bei den Einstellungen Pressingfall im Zentrum kombiniert mit Flanken zulassen, ist das nicht gegenteilig? Auch in irgendeiner Form? Wenn du hast Pressingfall im Zentrum, dann würdest du im mittleren Drittel versuchen, den Gegner in die Mitte zu lenken. Und wenn du dann hast Flanken verhindern, würdest du dann im letzten Drittel dann weit breit verteidigen und die offensiven Außenspieler pressen. Das ist die Theorie dahinter. Deshalb haben die das getrennt. Früher war das ja eng verteidigen, breit verteidigen. Jetzt kannst du definieren, wir verteidigen in höheren Bereichen des Spielfelds, wo lenken wir den Gegner hin? Und im letzten Drittel, wie verteidigen wir da? Lassen wir Flanken zu oder lassen wir es nicht zu? Also das eine ist, du kannst beides breit oder beides eng machen, aber du kannst es eben jetzt auch trennen. Bist dadurch flexibler in deiner
In der Ausgestaltung deiner Defensive. So, okay, Freund der Sonne, Topspiel gegen Arsenal. Warte, ich speichere nochmal, sicher ist sicher. Ich hoffe, Gojko Kristoic macht so weiter, wo er aufgehört hat. Oder die Schieberegler, ja. Sollte ich schauen, dass ich defensive Keeper besser bin bei hohen Bällen als der Gegner in der Offensive und dann kann ich schon easy Flanken zulassen. Genau, also Dreierkette ist halt zum Beispiel der Klassiker, wo man Flanken zulassen kann, weil du hast halt normalerweise drei hochgewachsene Leute schon mal davor. Und dann, wenn du noch einen guten Keeper hast, der bei Flanken stark ist, nochmal mehr. Wenn du jetzt halt, keine Ahnung, 4-4-2 spielen würdest oder so, würde ich halt Flanken unterbinden, weil du halt auf der Außenbahn dann sowieso doppelt besetzt bist und dann gleichzeitig auch nur zwei Innenverteidiger hast und normalerweise auch keinen Sechser oder so, der dann noch unterstützen könnte. Rentsch! Matthias! Ah, Pfosten. Todibo. Todibo! Oh, Hedel. Taylor. Oh. Wir müssen gucken, die kommen hier schön mit langen Bällen. Vielleicht müssen wir da ein bisschen tiefer stellen. Wo ist da der Torwart? Der kommt in den 5-Meter-Raum. Oh, wow, wow, wow. Was soll da nicht... Was? Abseitsposition? Hä? Also in meiner Welt kam... Ach, er hier. Passives Abseits oder was? Da haben wir aber Glück gehabt. Gerloff. Linke Seite ist offen. Rentsch, Macias. Oh, der steckt den Ball in die Tiefe. Kristoic. Pfosten. Aber es ist noch nichts bekannt zum FM24, außer das hier. Oh, schade. Bentancur. Wir spielen richtig gut. Mir gefällt das gut, wie wir das mittlerweile machen. Kannst nicht schießen. Rentsch halt rein. Rashford. Macias. Macias! Wir haben seine Rolle gefunden! Macias ist der Shadow Striker als OMA. Er hat sich im Pokal beworben. Und er war beleidigt, als wir in der Mannschaftsansprache hinterher gesagt haben, gegen stärkere Gegner müsst ihr euch steigern. Er hat einen Doppelpack gemacht. Und jetzt macht er das Tor. Im wichtigen Spiel gegen Arsenal. Zu Hause für Man United. Wir haben einen schönen Zugriff im Mittelfeld. Meistens. Ah, Fjellhoff verpasst den Ball. Okay, das sah komisch aus, wie der Torwart da den Kasten verlässt und dann geht der Ball eher Richtung Tor. Und jetzt noch ein 2-0 zur Beruhigung, bitte. Es ist noch eine halbe Stunde zu spielen, da ist noch viel möglich. Schön, Kristoic raus auf Pellegrini. Flanke kommt in den Rückraum, Pedersen hat viel Platz! Pedersen verzögert! Ramsdale eigentlich schon geschlagen, aber Guido sicher für ihn ab. Oh, 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 Trincão mit viel zu viel Platz, verzieht. Kommt schon. Jawohl, Dagoberto. Tom Kraus bei Arsenal. Und Guindo mit viel zu viel Platz. Guindo! Das ist unverdient. Pedersen mit der Flanke. Kristoic! Ah, Ramsdale hat ihn. Guindo, Scalvini, Dagoberto. Schöner Ball, Kristoic! Jawohl! Man muss ihn lieben. Man muss ihn lieben. Gojko, Kristoic! Wer trifft, hat recht. Gojko, Kristoic hat recht. Libero, Scalvini, Dagoberto. Mit Übersicht 19. Ich muss das immer wieder betonen. Fjellhoff. Jawohl, Royal. Der kommt gut! Pulgao! Noch ein alter Freund von uns. Jara! Kristoic! Und den macht er! Freunde der Sonne! Freunde der Sonne! Ach komm! Das wäre zu schön gewesen. Da ist er. Ja gut, der läuft ja aus dem Abseits raus. Im Moment, wo der Ball ankommt, egal. Nach der neuen Abseitsregel, die ich sehr gut finde, wäre das kein Abseits. Pellegrini, Zaniolo. Bentancur. Ah! Warum trifft er nicht? Mittlerweile läuft er einfach, warum trifft er nicht? Klipp auch immer vor meinem inneren Auge auf, wenn meine Spieler eine dicke Chance vergeben. Geil. Freunde der Sonne! Wir sind zurück im
Geschäft. Und wir verbessern uns auf den sagenhaften 14. Tabellenplatz. Ey, das ist echt insane. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber wir haben ein Spiel weniger als West Brom und ja, wir nähern uns. Aber richtig gut, ey. 4 entscheidende Pässe von Masias, eine Bude. Neuer Man United Trainer wirft mit Geld um sich. Ja, da hat er einfach Vorstand, der Vorstand von Bilbao hat einfach gesagt, das konnte am besten. So, 5 Spiele ungeschlagen. Mega gut. Tottenham auswärts. Aber gucken wir mal. Aber Tottenham auf 2 mit ebenfalls 26 Spielen wie wir auch. Und 2 Punkte hinter Newcastle, 3 Punkte vor Liverpool. So, die Old Boys gewinnen und schieben sich vorbei an Liverpool. So, 11 der Woche, Matthias Christoich. Zum zweiten Mal Christoich in der 11. Woche. Richtig gut. Wolfsburg wird Arsenal raus? Wo? Mit Letno Freme! So, Liverpool, Aston Villa, Southampton, Old Boys, Newcastle, Cardiff und Tottenham empfängt zu Hause Luka Ostojic und Manchester United, die mit massig Rückenwind anrücken. Ich mache das Spiel und dann gehe ich direkt ins Bett. Aber das Spiel machen wir noch, Freunde der Sonne. Das Spiel machen wir noch. Los geht's! Harry Kane! Tottenham, wie alt ist er? Alt. 35. Let's go. Oh, das ist schön gespielt. Das sind so diese kleinen Spielzüge, die mir gefallen. Schöner Ball, Pedersen. Schade. Der kommt gut. Schön gehalten. Rashford. Ja, genau. Das meine ich. Fazlic, jetzt hier überladen. Hier, rausziehen einer, rausziehen einer. Ah, wenn da einer rauszieht. Wenn da einer rauszieht. Wir können das doch eigentlich machen. Pass mal auf. Wir gehen auf Matthias und sagen dem Matthias, der soll hier das Spiel breit machen. So, wir gucken uns Matthias an. Macht noch nichts breit, aber Fazlic. Ja, da kommt so eine Flanke bei raus. Da ist er, da ist er, da ist er. Jawohl! Schade. Kirloff. Bentancur. Fazlic. Matthias. Oh, das ist ein guter Ball! Und Rashford! Ah, das wird gecheckt. Komm, ey, das war kein Abseits. Bitte nicht. Das war so gut gespielt von Matthias. Das war genau der Move. Das war der Move! Das war diese kleine Änderung. Das war diese kleine Änderung. Spieleranweisung Matthias. Wenn wir den Ball haben, geh raus. Dodo ist vorne unterwegs. Da hast du den Raum. Dann zieht er den Innenverteidiger raus. Das sind die schönsten Tore im FM. Und Rashford als Shadow Striker knipst. Angelino. Komm, verteidig das. Jawohl. Jawohl. Und ich freue mich. Also ich will nicht den Tag vom Abend loben mit unserer Taktik und allem. Aber ich freue mich, dass es geklappt hat mit dieser Grundformation. Also Dreierkette, was ihr euch gewünscht habt oder einige von euch sich gewünscht haben. Und was ich machen wollte, mal mit einer anderen Grundausrichtung spielen, weil meistens spiele ich halt auf ausgewogen, sondern mal was komplett anderes, was Extremes zu nehmen, wie offensiv. Und es funktioniert einfach und das freut mich. Das freut mich. Das macht den FM halt aus. Plus halt dann diese kleinen Änderungen. Jetzt aber nicht noch einen kassieren hier in der letzten Sekunde. Jawohl! Was für einen Turnaround. Luka Ostojic gewinnt gegen Man United. Mit Man United. Gegen Newcastle, gegen Tottenham, gegen Arsenal. Was für ein Lauf. Das ist richtig stark. So langsam kommt das Gefühl für diese Mannschaft. Und dann auch noch Rashford, den wir so ein bisschen kritisiert haben. Und wir sind jetzt auf Rang 11. Alle Mannschaften haben 27 Spiele, außer Cardiff und Southampton. Ja, wir sind 6 Punkte hinter City. Und Southampton hat ein Spiel mehr. Dann, wenn wir den Sieg abziehen, dann haben sie auch 42. Und das in Spielen. Ich dachte, das wird ein Katastrophenmonat. Wirklich. Und jetzt geht's erstmal ein bisschen entspannter weiter mit dem FA Cup K.O.-Spiel, mit dem Achtelfinale der Champions League gegen Burnley zu Hause. Tabellenletzter wird auch hart und dann der nächste Achtelfinalgegner. Und damit machen wir weiter. Haut rein, Ritter der Schwafelrunde. Danke für euren Support, fürs Einschalten. Und ich freue mich, dass wir jetzt wieder angenehm Fußball zu Gesicht bekommen. Das macht schon richtig Spaß. Also, haut rein. Danke euch für alles und bis bald. Tschüss.